Jo, da bin ich wieder. Und da ist der Händler. Gut. Sie wollen etwas kaufen. Ist alles auf die Computer. Was wollen Sie? Ich bin ein Freund von Greg Thorpe. Wirklich? Okay. Ich gebe Ihnen Eierkopfrabatt. Eierkopfrabatt. Ich mag den Typen. Also bei dem werde ich in Zukunft immer einkaufen. Schön, schön. Was haben wir denn hier? Das Ding. Na, das ist ja Schalldämpfer. Gekauft. Gekauft. Oh, nicht genug Platz. Das ist nicht nett. Das nehmen wir auch mal. Ihr Kopfrabatt. Geiles Ding. Haben wir das Ding gekauft? Ja. Okay, das war's. So, das heißt, wir können mal upgraden. Ihr Kopfrabatt. Ich mag den Kerl. So, das mit Schalldämpfer. Momente. Was wollen Sie? Ich bin ein Freund von Greg Thorpe. Wirklich? Okay. Ich gebe Ihnen Eierkopfrabatt. Ich mag den Kerl. Ich weiß auch nicht, warum ich mag ihn. So, das Ding nehmen wir mal mit. Danke. Fertig. Ja, ein Lieferant ist eben gerade gekommen, hat ganz leckeren Honig mitgebracht. Ich war nämlich auf dem Mittelalterfest. Und da im Mittelalterfest gab es nämlich einen Stand mit Honig. Und ich dachte, boah, scheiß die Wand an. Das schmeckt geil. Wäre ich ein Bär, würde ich den ganzen verdammten Stand leer kaufen. Oh, fuck. Was? Das ist die Stelle, Mann! Ich sehe mir das mal an. Ja, und jetzt bin ich als Bär total glücklich. Aber ich bin ja kein Bär. Ich bin ja eine kleine süße Maus. So. Hey, komm mal Ich her. muss konzentriert bleiben. Hier stimmt was nicht. Okay, sind Menschen alarmiert. Eine Schockgranate. Interesting, interesting. Betäubungsfeile und das jede Menge und ich habe keinen Platz dafür. Was ist das? Scheiße. Okay, versuchen wir es mal so. Nein. Fallen lassen. Da schläft jemand mit einer Waffe im Bett. Naja, auch egal. Was haben wir denn hier Feines? Komm mach mal auf. Okay. Das ist interessant. Ich bin Reise Kassan mit einem Live-Bericht. Wir können uns nicht vollsaufen lassen, na herrlich. Für Peikes. Wieder zurück nach Detroit, wo heute Abend nach einer Na gut, stellen wir das mal hier weg. Oh, hier ist ja nichts. Das ist ja so, und das ist ja doof. Wir laufen noch gegen eine Wand. Ja, super. Da oben scheinen die Leute ja ganz gut drauf zu sein.
glaube, jetzt reisen wir mal Richtung China. Und ich habe ja gesagt, wir sollten mal besser ein Bär sein und einen leckeren Honig naschen, ne? Oh, den, was ich vorhin gegessen habe, der war so köstlich. Das war Honig mit Zimt. Und dann tue ich meistens in meinen Tee. Und wisst ihr, wie geil das schmeckt? Oh, himmlisch. Himmlisch! Das schmeckt so geil. Jetzt haben wir halt so einen richtig guten Honig bekommen. Oh. Ich glaube, ich hole mir später nochmal ein Stück Brot. Mit Honig. Und bin dabei so scheiße glücklich. Hooray. Ich sag ja, ein Bär muss man sein, um das zu lieben. So. Jo, verreisen wir mal. So, dann mal los. Wir sind ausgerüstet, bis an die Zähne bewaffnet. Ja, schon klar. Oh nein. Was wollen die denn hier? Ich jetzt wirklich nicht reden. Nicht hier. Eine Schande, was heute Nacht in ihrer Fabrik passiert ist. Ach, halt's Maul. Ich will Mr. Taggart heute Abend nicht zu dem Wohltätigkeitsdinner begleiten. Ich muss stattdessen nach... Sie sind Taggarts Berater, richtig? Dr. Isaiah Sandable, stimmt's? Spielen Sie nicht den Unwissenden, Mr. Jensen. Ich bin sicher, Sie haben eine Akte über mich, die genauso dick ist wie die über Mr. Taggart. Sie sind selbst ein bekannter Aktivist, Dr. Sandable. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden Sie wissen, dass man manchmal aufstehen muss, um sich Gehör zu verschaffen. Mich überrascht eher, dass die Gefahren dieser Technologie einen ehemaligen Polizisten wie Sie nicht mehr beunruhigen. Augmentierungen helfen vielen Menschen, Doktor. Behinderten, Kriegsveteranen. Schon, aber um welchen Preis? Einem Freund von mir haben Ihre sogenannten Optimierungen das ganze Leben ruiniert. Er war Ihnen nicht unähnlich und er hatte keine Wahl und musste sich augmentieren lassen. Aber danach... Zu viel Macht kann einen dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun, Mr. Jensen. Darüber sollten Sie mal intensiv nachdenken. Dann fragen wir mal nach dem Freund. Ich würde gern mehr über Ihren Freund erfahren, Dr. Sandable. Was genau hat er getan? Nichts. Wurde er am Golf verwundet? Er ist in einem Einkaufszentrum Amok gelaufen, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Er hoffte darauf, von der Polizei erschossen zu werden, um nicht sein ganzes Leben lang gegen die Augmentierungssucht ankämpfen zu müssen. Er war süchtig nach Augmentierung? Darüber steht nichts in Ihren Firmenbroschüren, stimmt's? Neuropozin-Abhängigkeit, Abstoßungspsychose. Diese Technologie hat unzählige körperliche und psychische Schäden verursacht und dennoch hört man praktisch nie etwas darüber. Man kann das sicher alles öffentlich nachlesen. Eben nicht, dank einer Armee von Firmenanwälten, die das verhindern. Ihr Freund, war er erfolgreich mit seinem Selbstmord durch die Polizei? Nein, Bill Taggart hat es ihm ausgeredet. Wow. Sorry, ich musste wieder mal was knabbern. Aber jetzt wollten wir mal losreisen. Denn sie wartet ungeduldig, also mal los. Hey Jensen, der Boss hat schon gesagt, dass Sie auf dem Weg hierher sind. Hengscher wird Ihnen gefallen. Sie kennen es? Hab da gelebt. Ich habe 3 oder 4 Jahre in der Upper City gearbeitet. Und nachts hatte ich in der Lower City meinen Spaß. Sind Sie bereit? Wir sind bereit. Ich glaube schon. Wie lange wird das dauern, Malik? Der Flug oder der Spaß danach? Keine Sorge. Bis Sie es merken, sind wir schon da. Steigen Sie ein. Mmh, lecker, lecker. Bin immer noch am Knabbern. Ich sollte nun das mal böse unterlassen, dass ich hier immer knabbere. Das gehört sich nicht während eines Spiels. Das ist so lecker. Ja. Auf Richtung China. Ich hoffe, wir können da ein paar Sachen kaufen, denn wir brauchen dringend ein paar Sachen. Und auch ein paar Sachen verkaufen. Jensen, Sie sollten sich bereit machen. Wir nähern uns dem Juwel des Yangtze.
drin soll ich Antworten finden. Hey, doppelt so viel Abschaum auf halb so viel Raum. Festhalten, wir fliegen rein. Die Adresse, die Sie von dem Söldner haben, Hengsha Court Gardens, das ist ein Stück zu Fuß von hier, im Yuzao-Viertel. Aber ich hielt es für besser, Sie nicht zu sehr in der Nähe abzusetzen. Falls Barrett die Adresse nur preisgegeben hat, weil er wusste, dass ich dort in die nächste Falle laufe. Ich würde es mit meinem Feind jedenfalls so machen. Wollen Sie meinen Rat? Finden Sie raus, wer dort wohnt und dann nichts wie weg. Tja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Na gut, wir sehen uns dann später. Achso, sie ist schon weg. Okay. Wir werden uns eine Weile hier in China aufhalten. Können Sie mir sagen, wie ich zum Honghua... Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Immer wenn ich aus der Upper City komme. Ich meine, hier ist alles gut ausgeschildert. Aber die chinesischen Namen machen mich fertig. Hey, können Sie mir sagen, wie ich zum Honghua... Von einem Dach unterhalb des Penghu hat man einen großartigen Blick auf die Stadt. Interessant hier alles. Ja, hier finden wir auch einen Laden. Ausgerechnet hier drin. Sie wollen Beste in Stadt? Sie hier richtig. Sie sich überzeugen selbst auf Computer. Das hört sich mal ein bisschen mal scheiße an. Verkauft. Können wir noch was verkaufen? Die Standardmunition verkaufen wir mal, die haben wir schon zu oft. Bier können wir verkaufen, brauchen wir hier ehrlich gesagt weniger. EMP-Granate und Schockgranate. Wow. Ja, das können wir auch verkaufen. Ah, super. Ausverkauft. Was haben wir hier sonst? Raketenwerfer. Mhm, jo. Präzisionsgewehr. 3000 kostet das Ding. Und das Ding kostet gerade mal 4000. Tja. Sie mich machen an. Handeln mit Ihnen nicht schön. Wieso? Wieso ist Handeln mit mir nicht schön? Okay, wo fangen wir am besten an? Ist die Frage. In den Läden hier gibt es so viele schöne Souvenirs. Aber nur wenn man. Witzig, ich kann verstehen, was sie sagen. Auch wenn die Chinesisch reden. Interesting. Nee, ehrlich, wo fangen wir am besten an? Ich glaube, ich gehe doch erstmal Richtung Limp-Klinik. Hier muss doch irgendwo eine Limp-Klinik sein. In Hive kommen wir erstmal nicht rein. Okay, wir kommen jetzt erstmal doch in keine Limp-Klinik rein. Aber da müssen wir dann auch demnächst hin, ne? So, was haben wir denn hier? Interesting. Oh, da hat wohl es jemand ziemlich eilig gehabt. Das ist auch sehr interessant. Sicherheitsstufe 1. Das können wir hacken. Das ist unser Sicherheitsausgangspunkt. Zugriff gewährt. Okay. Was haben wir da? Credits? Und noch mehr. Ja, okay. Mehr scheint hier auch nicht zu sein.
Ich will meine, meine Hackerketten nicht gerade so dafür verschwenden. Wie gefällt Ihnen die Lower City? Hier leben hauptsächlich Arbeiter von Taiyong. Arme Menschen. Die leben hier wirklich in furchtbaren Verhältnissen. Muss ich schon sagen. Ganz schön furchtbar. Ich denke, es ist gut für Shanghai, dass Belltower die Polizeiarbeit übernommen hat. Einige korrupte Bürokraten in den chinesischen Behörden. Ja. Belltower wäre nicht korrupt. Ich habe schon oft erlebt, dass sie einfach weggesehen haben, wenn die Laden einen ihrer Kunden ausgenommen haben und von der Arbeit. So was Ähnliches habe ich mal in Hamburg gesehen. Da ist jemand damit sowas herumgefahren. Das ist recht cool. Also wenn wir hier die ganzen Sachen ausnehmen, das ist auch ein bisschen gemein, oder? Ja, die verschließen ja ihre Türen ja nicht mal. Okay. Wo jetzt hin? Die Stadt ist groß. Die Stadt ist wirklich groß. Ich glaube, langsam kommen wir auch der Klinik etwas näher, oder? Was brauchst du, Laura? Nein, wir kommen der Klinik überhaupt nicht näher. Mal sehen, was hier ist. Okay. Kommen wir nicht rein? Die würden uns dann eiskalt abknallen. Und hier? Ist geschlossen. Irgendwie schade, dass man hier keine große Auswahl hat, irgendwo hinzugehen. Was ist hier? Gullideckel, Kanalisation, da wollen wir erstmal nicht runter, ne? Ja, auch schön, dich kennenzulernen. Interessant, eigentlich sollten wir da gar nicht verstehen, was er sagt. Was haben wir denn hier? Ach nö, ne? Da kommen wir auch nicht ran. Die Stadt ist doch ein bisschen groß. Klar, müssen wir mal hier durch. Erstmal hier kaputt hauen. Au. Lecker. Ich will verdammt nochmal in eine Limb-Klinik. Apartmentkomplex abriegeln lassen. Oh nee. Mir ist völlig egal. Tut mir leid, hier darf keiner rein. Ich muss etwas in mein Apartment bringen. Mir ist völlig egal, was sie. Das geht so nicht weiter. Ich muss etwas in mein Apartment bringen. Mir ist völlig egal, was sie hier veranstalten. Gut zu wissen, da kommen wir leider nicht durch. Gut. Versuchen wir es hier oben. Dann mal hacken. Das ist groß. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Zugriff gewährt.
Das hätten wir schon mal. Wow, das war knappe. Heilige Scheiße. Können wir irgendwie hier runter? Ach, nee. Oder?